Moin, willkommen in Darmstadt. In diesem Video geht es um die Straßenbahntriebwagen NGT 8D. Sie wurden in Zusammenarbeit der Firmen Alstom LHB, DWA und Bombardier hergestellt. NGT 8D bedeutet Niederflurgelenktriebwagen mit 8 Achsen und Drehstromantrieb. Solche Triebwagen wurden an die Straßenbahnbetriebe in Darmstadt, Magdeburg, Gera und Braunschweig geliefert. Zuerst seht ihr Aufnahmen aus Darmstadt. Im Mai 2023 gab es hier gerade eine Baustelle auf dem Bahnhofsvorplatz. Sie war mit kleinen Schranken abgesichert. Die Fahrzeuge des Typs NGT 8D wurden in verschiedenen Serien zwischen 1994 und 2012 gebaut. Sie haben 4 Fahrmotoren zu je 95 kW. Einige spätere Bauserien haben 4 Motoren zu 105 kW. Beide Enddrehgestelle sind angetrieben. Leer wiegen die Darmstädter NGT 8D 34 Tonnen. Für die Fahrzeuge aus Magdeburg geben die MVB 32,5 Tonnen an. Die Baustelle in Darmstadt lag zwischen dem Eingang zum Bahnhof und dem Postgebäude. Als nächstes folgen Aufnahmen aus Magdeburg. Die Aufnahmeorte sind am Adelheidring auf der Rückseite des Hauptbahnhofs, am Damaschkeplatz und an der Ernst-Reuter-Allee. Die Züge biegen hier vom Adelheidring in die große Diesdorfer Straße ab.
Hier ist die Einfahrt zum Autotunnel unter der Ernst-Reuter-Allee zu sehen. Und so sieht diese Stelle aus, wenn man vom westlichsten Bahnsteig des Hauptbahnhofs heruntersieht. Auch die Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera besitzt Triebwagen dieses Typs. Sie werden hier als NGT 8G bezeichnet. Das zweite G steht für Gera. In Braunschweig hat die Straßenbahn die ungewöhnliche Spurweite von 1100 mm. Die Aufnahmen entstanden überwiegend an der Kurt-Schumacher-Straße und am Berliner Platz vor dem Hauptbahnhof. Rund um den Hauptbahnhof seht ihr an mehreren Stellen drei Schienengleise. Für Braunschweig war lange Zeit eine Regiostadtbahn geplant worden, mit zusätzlichen Normalspurfahrzeugen. Diese sollten in der Innenstadt das Dreischienengleis benutzen und dann auf nicht elektrifizierten Eisenbahnstrecken mit Dieselantrieb ins Umland weiterfahren. Auch bei der Wendeschleife am Hauptbahnhof liegen noch drei Schienengleise. Sie waren schon als Vorleistung gebaut worden. 2010 ergab eine neue Berechnung, dass die zu erwartenden Fahrgastzahlen geringer ausfallen würden als zuerst erwartet. Damit hätte es keine Fördergelder aus Bundesmitteln gegeben. So wurde das Projekt nicht umgesetzt.
Zum Abschluss seht ihr hier ein paar technische Daten der NGT 8D aus den verschiedenen Städten. Die Meterspurfahrzeuge aus Darmstadt und Gera sind kürzer. Es ist gut in diesen Seitenansichten zu sehen, das Mittelteil ist bei ihnen nur 4 Fenster lang. Die Fahrzeuge aus Magdeburg haben 5 Fenster im Mittelteil. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.